Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 12. Februar hier vor unserer schönen Odenmüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr heute mit dabei seid. Ein großer Dank geht vorweg an Maurice Entrecanson für das wundervolle Klaviervorspiel. Es trägt den Titel Condor Rosa und stammt aus der Feder von Ralf Schuhorn. Herzlichen Dank dafür. Heute am Sonntag, 6. Gesimer, geht es um das Hören auch auf die leisen Töne. Und wir hören die einladenden Worte Gottes aus dem Wochenspruch für diese Woche. Da heißt es im Hebräerbrief: Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Mit offenen Ohren und Herzen lasst uns jetzt gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum bleiben wir stark und zuversichtlich, auch wenn die Erde bebt und die Wellen brausen und tosen und sogar die Berge erzittern. Gott wohnt in unserer Mitte. Gott wird Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Gott hilft uns, wenn der Morgen anbricht, und er ist unser Schutz. Macht Frieden und vertraut darauf, dass Gott mit euch ist und euch Schutz und Trost geben wird. Und bewundert dein
Wir hören Worte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Paulus hatte eines Nachts eine Vision. Ein Mann stand vor ihm und bat ihn: Komm nach Mazedonien und hilf uns. Am nächsten Tag fuhren Paulus und seine Begleiter mit dem Schiff nach Mazedonien, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Sie gingen landeinwärts zur Stadt Philippi und blieben einige Tage dort. Am Sabbat gingen sie zum nahegelegenen Fluss, um zu beten. Dort trafen sie einige Frauen. Darunter war auch die Purpurhändlerin Lydia. Sie hörte Paulus aufmerksam zu und Gott öffnete ihr das Herz. Lydia und ihre ganze Familie ließen sich taufen. Sie bat Paulus und seine Freunde: Wenn ihr bestätigt, dass ich zum christlichen Glauben gefunden habe, kommt in mein Haus und wohnt bei mir. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bin in Christus ein.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, diese Segensbegrüßung, die kennen wir von vielen Anlässen, auch aus so mancher Predigt. Aber woher stammt sie eigentlich? Es ist der Anfang eines Briefes, den Paulus an seine Lieblingsgemeinde in Philippi schreibt. Und wenn wir diese Worte hören und lesen, dann spüren wir die Freude, die Paulus an dieser Gemeinde gehabt hat. Er schreibt: Ich danke Gott, so oft ich an euch denke, und ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und von diesen Anfängen aus der Apostelgeschichte, da wollen wir heute in der Predigt hören. Paulus war unterwegs auf seiner zweiten Missionsreise, noch ganz am Anfang, zusammen mit seinen beiden Freunden Silas und Timotheus. Da hängen sie sozusagen in Troas fest. Keiner möchte ihnen zuhören und irgendwie finden sie auch nicht die richtigen Worte. Sollen sie aufgeben oder umkehren? Hat sich Paulus als Missionar und Apostel möglicherweise überschätzt? Der Mensch denkt und Gott lenkt. So heißt es in einer Redensart aus dem Alten Testament. Und genau das erlebt Paulus immer wieder in seinem Leben. Schon in der Begegnung mit Jesus hat sich sein ganzes Leben komplett geändert. Und nun erneut. Und das, liebe Gemeinde, hängt mit einem kuriosen Traum zusammen, der alles in Bewegung bringt. Paulus spürt, Gott braucht uns an einem ganz anderen Ort. Er möchte, dass wir uns wieder auf den Weg machen. Und bereits am nächsten Tag fahren er und seine Freunde in Richtung Philippi, der Hauptstadt des Teiles von Mazedonien. Und dort treffen sie an einem Fluss nahe der Stadt Philippi auf die Geschäftsfrau Lydia. Sie handelt mit purpurfarbenen Stoffen und in der Begegnung mit Paulus und seinen Freunden heißt es, Gott öffnete ihr das Herz und wirkt in ihr. Und dass Lydia neugierig wurde und dass sie mehr wissen möchte, das liegt nicht an dem Überzeugungstalent von Paulus oder seiner guten Rhetorik. Nein, Lydia, die Purpurhändlerin aus Thyatira, die wird neugierig, weil Gott sie anrührt. Und sie möchte mehr von Jesus erfahren. In der Apostelgeschichte bei Lukas, da heißt es dann weiter, dass Lydia zum Glauben findet. Und sie lässt sich und alle, die in ihrem Haus wohnen, taufen und bekennt sich zu Jesus Christus. Gott selbst ist in Aktion. Von ihm kommt der entscheidende Anstoß. Sowohl bei Lydia als auch zuvor schon bei Paulus. Und wie so oft im Neuen Testament sind die Frauen die ersten Zeugen. Die kleine Hausgemeinschaft in Philippi, die wird zu einer Art Keimzelle des Glaubens. Und Lydia sagt zu Paulus und Silas und Timotheus, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und meine Familie und bleibt da. Liebe Gemeinde, von Gott geliebt und geachtet, da gilt ohne Ansehen der Person, des Geschlechts oder Nationalität die Liebe Gottes uneingeschränkt für alle. Liebe Gemeinde, die Geschichte vom Traum des Paulus und von der Umkehr der Lydia sind für mich echte Mutmachgeschichten. Wir brauchen doch Menschen wie Paulus und Lydia, die mitten im Leben stehen und denen ihr Herz aufgeht und sie von ihrem Glauben erzählen, was sie trägt und was sie hält. Gottes Wirken ist manchmal ganz leise, manchmal ganz still und unbemerkt. Und auch heute noch hören wir so manches ermutigende Wort, das wir in der Bibel lesen oder das uns jemand zuspricht. Gott spricht manchmal durch ganz kleine Fingerzeige zu uns. Und in Jesus Christus dürfen wir uns immer wieder auch öffnen für die Wege, die Gott uns manchmal auch ganz überraschend und neu zeigen möchte. Amen.
Erlöser uns auf unserem Weg. Dir wollen wir uns anvertrauen. Beschütze uns auf unserem Weg. Bewahre uns vor Unglück und Gefahren. Beschütze uns auf unserem Weg. Dir wollen wir uns anvertrauen. Schick bitte deine Engel mit uns mit. Sie sollen uns behüten und begleiten. Dann fühlen wir uns sicher bei jedem Schritt. Denn sie sind Helfer und passen auf uns auf. Beschütze uns auf unserem Weg. Bewahre uns vor Unglück und Gefahren. Beschütze uns auf unserem Weg. Dir wollen wir uns anvertrauen. Schick bitte deine Engel mit uns mit. Sie sollen uns behüten und begleiten. Dann fühlen wir uns sicher bei jedem Schritt. Denn sie sind Helfer und passen auf uns auf. Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön allen, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein großer Dank geht vielmehr auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste immer sonntags ab 8 Uhr, die wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu unserem kommenden Sonntagsgottesdienst um 9.30 Uhr hier in unserer schönen Odenbüller St. Vinzenz Kirche auf Nordstrand. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Lönne und Marleen und ihren Eltern Linda und Nis. Okay, Rätselfragen rund um die Bibel. Erste Frage. Wovon ernährten sich die Israeliten in der Wüste? Von den Enten, von den Hühnern oder von den Wachteln? Die richtige Antwort ist Wachteln. Was wollte König Ahab seinem Nachbarn abkaufen? Ein Weinberg, ein Kornfeld oder eine Wasserquelle? Eine Wasserquelle. Die richtige Antwort ist Weinberg. Wie nannte Jesus zwei seiner Jünger? Sommersöhne, Donnersöhne oder fromme Söhne? Die richtige Antwort ist Donnersöhne. Wer bat Jesus um Heilung seines Dieners? Der römische Hauptmann, der griechische Kaufmann oder die ägyptische Weinhändlerin? Die richtige Antwort ist der römische Hauptmann. Womit reinigte Elisa eine Quelle? Mit Zucker, mit Salz oder mit Pfeffer? Die richtige Antwort ist Salz. Wer findet durch Nathanael zum Glauben? Philina, Philemon oder Philippus? Die richtige Antwort ist Philippus. Wer gehört zum Volk der Philister? Gabriel, Gideon oder Goliath? Die richtige Antwort ist Goliath. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ein bisschen bewegen. Gott hat es wirklich gut gemacht. Ich bin schön und schlau und stark. Gott hat einen guten Plan für mich. Und wir drehen uns. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind.
Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne. Und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke, Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein besonderes musikalisches Nachspiel. Wir hören von Josef Hector Fiocco das Allegro, gespielt von Vanessa an der Violine und Hans-Peter Peyroth begleitet auf der Orgel. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach München.